Das vierte Türchen wartet hier direkt neben dem Mario-Magneten des 2. Dezember. Gucken wir mal, ist ein bisschen länglicher dieses Mal. Nur mal schauen, was hier drinnen ist. Ich müsste nur hier reinkommen. Jawohl, fett aufgebohrt den ganzen Spaß. Ui, ich sehe schon, was hier drin ist. Gucken wir mal. Das dürfte eine ganz normale Alpenmilchkugel sein. Tatsächlich. Ich versuche gerade mal, den ganzen Spaß hier zu öffnen. Naja, ich meine, man sieht hier schon, ne? Hier, guckt mal. Es ist auf jeden Fall normale Schokolade, denn ich habe gerade nachgeguckt. Es gibt verschiedene Sorten. Und zwar gibt es einmal normale Alpenmilch gefüllt. Und es gibt auch tatsächlich weiße Schokolade. Also das könnte jetzt natürlich eventuell die gefüllte sein. So, jetzt bekommt ihr auch wieder ein Bild. Könnte die gefüllte sein, könnte aber auch die normale Alpenmilch ohne Füllung sein. Wenn ich nicht vergesse, sage ich euch das, wenn ich das mal gegessen habe. Heute geht's Larry an den Kragen am vierten Tag des RIP-Kalenders. Herzlich willkommen, schönen guten Morgen oder was auch immer. Ne? So sieht's aus. Oha, die Musik ist ja schon mal ein bisschen angsteinflößend. Okay, alles klar. Oha. Nice. Gefällt mir. Das ist ein Remix aus dem tatsächlichen Castle-Theme. Okay. Hört sich sehr cool an, muss ich sagen. Und mir steckt die ganze irgendwas im Hals und ich meine, dass ich die ganze raufstoßen muss. Ne? Also, ja. Blöcke laufen. Und warum genau gibt es hier so viele Münzen? Das ergibt für mich jetzt nicht viel Sinn, aber ist auch egal. Ja. Und ich muss schauen, dass ich nicht so weit nach oben komme, sonst ist die Hälfte von meiner tollen Weihnachtsmütze abgeschnitten. Ja. Ist ja auch wunderschön. Und das ist ein fetter Knochentrocken. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Die Dinger kann man nämlich nur mit einer Stampfattacke besiegen. Und ansonsten kann man sie nur als Sprungplattform benutzen. Ja, so sieht's aus. So, komm mal, Mario. Komm in die Gänge. Was ist hier drin? Verrat es mir. Bitte die erste Sternmünze. Das wäre eigentlich ziemlich nice. Ja, so sieht's auch aus. Hier ist die erste Sternmünze. Da da. Da 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 da. Okay. Boah, was. Von was ist das geremixed? Super Mario World? Kann das sein? Super Mario World Castle Remix? Ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber ich könnte mir vorstellen. Vielleicht von Super Mario Maker, dass mir das bekannt vorkommt. Das könnte sein, ne? Ja, von Super Mario Maker könnte mir das tatsächlich bekannt vorkommen. Ne, so könnte das tatsächlich ablaufen hier. So. Na, warte. Ich würde ganz gerne hier mal hochschauen. Weil ich meine, es kann ja sein, dass da oben... Nee, ist nichts. Okay. Ja, man muss es überprüft haben. Die Castles gehen natürlich immer etwas länger. Ne, wie ihr seht. Aber das macht ja auch gar nichts. Und der Remix, der gefällt mir verdammt gut. Der gefällt mir wirklich verdammt gut. Also, wunderschöne Sache. Woo! Okay. So, Halbzeitflagge haben wir schon mal. Aber nur eine Sternmünze. Aber das muss nichts Schlechtes heißen. Ja. Oh mein Gott. Ja, lol, warte mal. Nee, da ist tatsächlich nichts. Schade. Aber hier könnte eventuell eine Sternmünze sein, weil man die Tür eventuell schneller überspringen könnte. Wenn man zu schnell dran ist, nee. Ein Stern. Ja, moin. Ich hätte ja lieber, ehrlich gesagt, eine Feuerblume gehabt. Aber jetzt muss ich erstmal abdancen, Freunde. Dann, 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 dann. Okay, Entschuldigung. Ich sehe schon kommen. Das landet wieder alles im Best-of von mir später. Das ist wunderschön. So, erstmal die Steinkugel besiegt. Ja, so ein fetter Boss-Gegner, diese Steinkugel. Das ist... Wow! Ja? Ich bin schon so ein krasser Ficker. Was geht hier ab? Okay. Whatever hier am Upgoen ist. Ich weiß es nicht, aber es war ziemlich easy. Ich hab die zweite Sternmünze verpasst. Ja, kacken Dreck. Wo könnte die gewesen sein?
Hier unten ja eher nicht so, ne? Nee, scheiße, die war irgendwo da unten, wo ich nicht mehr hin kann. Jawohl, Freunde, wir müssen eine Sternmünze nachholen. Geilo. Nice. Oder wir lassen uns umbringen. Das geht natürlich auch auf freiwilliger Basis. Aber wir sind schon fast beim Boss oben. Von daher, ja, nee, das wird sich nicht mehr lohnen, sich jetzt umbringen zu lassen. Von daher hoffen wir einfach, dass wir es im zweiten Anlauf dann finden. Aber jetzt ist erstmal Larry, der Larry dran. Ja, richtiger Larry. Gut. Hallöchen, wie geht es dir? Hallo. Bam. Schon mal einen fetten Bums kassiert. Ja, einen fetten Bums, Leute. Wer kennt ihn nicht? Den fetten Bums. Und einen zweiten fetten Bums hat er kassiert. Ja, komm ran. Komm ran, komm ran. Und den dritten fetten Bums hat er auch noch kassiert. Bam, bam, Bums. So macht man das, Leute. Gar kein Ding. Easy. Tschüssi. Man sieht sich im Hauptcastle dann. Du Opfer. Lull. Ja. 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 Du bist ein Weitsprung-Profi, weiß ich Bescheid. Juckt mich aber trotzdem nicht. So. Und jetzt nochmal dieses Level. Denn ich habe ja eine Sternmütze vergessen, Mama. Ich habe doch eigentlich immer alles überprüft. Das verwundert mich halt so irgendwie. Oh mein Gott. Wieso wusste ich, dass es irgendwo an dieser Stelle sein muss? Boah, das hat man aber nicht so leicht erkennen können. Und damit haben wir alle Sternmünzen. Und das heißt, ihr wisst, wofür es Zeit ist. Eine weitere Dosis Dr. Google. Ich hoffe, du findest ihn hier lustig. Was rufen Geister bei einem schlechten Konzert? Ich rufe auch gleich Bu wegen so einem Witz, Alter. Das ist der Hammer. Viel Spaß den restlichen Tag.